Da hat einer eine Mine gefunden. Auch nicht schlecht. Nein! Oh, nein! Och, Mann, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ui! Wie er sich hingeschmissen hat. Er kam bestimmt frisch aus der anderen Shooter-Szene. Gerade auf Shoreline war es bestes Wetter. Wir müssen schnell darüber. Hoffentlich kommt keiner von rechts schon so nah und ballert uns über den Haufen. Es ist aber eigentlich... Okay, ich weiß, was ich mache. Ich werde wieder versuchen, hinten lang zu kommen, Richtung Checkpoint. Die gleiche Aktion wie vorhin. Also hier finde ich es jetzt Selbstmord. Jetzt rüber zu rennen. In den Holzhandel. Da hat einer eine Mine gefunden. Auch nicht schlecht. Wie schön war das doch letzte Woche, unbeschwerte Zockerei. Keine Angst zu sterben. Und kaum zockt man wieder Tarkov sitzt, fährt die Angst wieder mit. Aber das ist es ja eigentlich, was den Reiz des Spiels ausmacht. Boah, alter Schwede. Aber manchmal werde ich überreizt. Gibt es eine Reizüberflutung? Was? Oppe. Aquädukt. Sie haben ein Aquädukt gebaut. Ah, ja, so wieder schön richtig. So richtig schöne Scheiße erzählen. Das hat mir gefehlt. Oh, alter Schwede. Junge, wegen dir gehe ich noch drauf. Nein! Oh, nein! Och, Mann, das kann doch wohl nicht wahr sein. Och, bin ich dumm. Ist so dumm. Also setzt einen Holzklotz hierher und er spielt genauso gut wie ich. Ich habe doch Ersatzmunition vergessen. Alter Schwede. Oh, nee. Das kann's doch wohl nicht geben. Mann. Habe ich auch eine gepresst. Ekelhafte Presswurst, wo bist du hin? Ich glaube, er hat Schrot. Er ist nicht verreckt, oder? Also das wäre ja... Ich den umgelegt hätte, fress ich einen Besen, Junge. Sanft, stumpf und stiel.
Leco mio am Arjo. Hey. Mr. Bogo. Ach so, er hat uns ja auch getroffen. Wir müssen uns mal zusammenflicken. Da sitzt doch einer auf dem Berg und sniped, oder? Mist, der war hier und ist dann irgendwie an uns vorbeigerannt. Da oben hat ja noch einer mit der schallengedämpften Sniper geschossen. Oh, da läuft er. Mist, warum läuft er jetzt weg, Mann? Scheiße. Ich hätte mir Zeit lassen sollen. Ich glaube, dass wir von dem Berg runtergekommen. Weil hier aus der Richtung da hinten kamen jetzt irgendwie schallgedämpfte Schüsse.
Ja, mein Helm. Mero, herzlich willkommen. Ich grüße dich. Danke dir. Danke dir. Was schmeiße ich weg? Ui, alles gut eigentlich. Das kann weg. Herzlich willkommen, Mero. Mist, ich hätte gleich zu der Waffe wechseln sollen. Und das war nur ein Scaff, oder? Würde ich sagen. Wir bluten, wir bluten. Wie viel Platz braucht das Teil, Alter? Nee, was ist hier aus? Was muss ich machen? Man braucht 6 Stück, warte. So, jetzt. Ach komm, deine Scheiße hier weg. Das ist leer. Ey, wartet. Nee, wartet. Der hatte doch. Ey, manchmal bin ich zum Scheißen zu blöder. Er hatte doch Munition, Mann. Ah, вот тут друган мой бывал, точно. Ist ja nicht umgefallen, Alter. Schleichen wir uns mal leichtsinnig zur geschlossenen. Man möchte doch hoffen, dass alle Unholde jetzt von der Map verschwunden sind.
Ui. Da hat's Klick gemacht. Вон оно, пырь! Wir kriechen ihm in den Arsch ganz dezent. So, jetzt noch das Teil aus dem Auto rausholen und dann weg hier. Den hier vorne hatte ich da rumgelegt, oder? Ah, sich nur in das Auto versteckt. Ey, da liegt er. Der arme Level 8 Freund, wie er sich hingeschmissen hat, er kam bestimmt frisch aus der anderen Shooter-Szene. So COD oder sowas, vermute ich mal. Der muss aber noch ganz frisch im Tarkov. Der hat auch Soundschwierigkeiten, das zu orten. Wo ich angerannt komme, das hat er nicht gecheckt. Naja, so, abgeben. Und dann. Oh Mann, könnte ich mich so ärgern wegen dem Schlüssel. Ey, doch mehr. Hä, so viel geschossen? Wusste ich gar nicht. Naja, will ich mich nicht beklagen. Und, ja, Level 28, geil.